hat in der Sendung Sprudelwasser getrunken, was die Farbe von Sekt hat. Ist aber gar kein echter Sekt, ist nur nachgemachter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie uns hier im Studio. Wir freuen uns sehr auf die Sendung heute. Verbotene Liebe, unser Thema. Und wer darf da natürlich nicht viel fehlen? Darsteller aus der Verbotenen Liebe. Kennt ihr sicherlich alle. Montags bis freitags um kurz vor sechs startet immer in der ARD. Heute sind zwei von ihnen hier, und zwar Tore Schölermann und Jo Weil. Und ich freue mich gleich sehr, denn ich habe es gerade schon bei der Giga-Liga live gesagt. Sie haben eine 15-minütige Performance einstudiert, auf die ich sehr gespannt bin, wenn sie die gleich hier vormachen werden. Das und vieles mehr haben wir heute. Natürlich haben wir auch einen neuen Sexmythos gepunktet, wieder mit zwei Kandidaten, die heute wissen wollen, wie die richtige Antwort lautet. Und eine neue Zahl, das ist heute die 79. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr später. Jetzt seht ihr erstmal Sven, Amon Psyche. Hallo, ich habe Geschenke mitgebracht. Sven hat's nämlich noch nicht gesehen. Nein, ich habe noch nichts gesehen. Hallo Susi, hallo Leute. Heute Morgen kam ich zur Arbeit und da sagte die liebe Frau im Empfang: Susi, Susi, komm mal schnell, ich habe hier ein Paket für dich. Giga Digital, Love Shack Team Susi und Sven, das sind wir beiden. Und alle, die mich kennen, wissen, ich esse gerade keine Schokolade. Folgendes passierte heute Morgen. Eins, zwei. Ja, sehr schön. Oh, hier die Karte müssen wir gleich lesen. Gut, das sind Kekse, da du ja keine Schokolade isst. Ich krieg die Schokolade. Ja, guck mal hier bitte noch. Also alle Süßigkeiten. So lecker. Wow. Guck mal, noch mehr. Und ich musste gerade schon eine von diesen Rollen, die einen bestimmten Namen hat, den ich jetzt nicht nennen darf, um keine Schleichwerbung zu machen, habe ich heute schon in der Redaktion verschenkt. Natürlich ohne mich. Schon ein Stück geklaut. Ja, die ist komplett für dich. Liebe Susi, lieber Sven, da ihr immer so eine geniale und hammergeile Sendung abliefert, dachten ich und meine Kumpels euch als Dank etwas kleine Schweizer Kulturgüter zu schicken. Bitte macht noch sehr, 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 sehr lange weiter. So, liebe Grüße aus der Schweiz von Veridamo. Das ist der aus den Commons, den kenne ich. Ja, grüezi. Ne? Ja, danke. Das ist ja lieb. Ne? Und das können wir nämlich jetzt aufmachen und dann gleich zusammen mit unseren Gästen in der Sendung essen. Und die sehen, oh, fettfrei, das kann ich essen. Fettfrei. Machen wir direkt mal auf, ne? Extra fett. Nein. Extra, nein, nein, nein. Oh, Qualität kontrolliert und auch noch ganz lange haltbar. Da ist der Tisch fast zu klein für, um das alles auszubreiten. Können wir auch den Gästen gleich anbieten, ne? Können wir. Sven, müssen wir aber. Ja. Wir haben ja auch heute noch ein Thema, ne? Ehrlich? Nebenher. Heute wird es eine ganz lustige Sendung, das kann ich euch verraten. Thema heißt verbotenes Essen. Verbotenes Essen? Deswegen essen wir das jetzt die ganze Zeit. Ist alles fettfrei. Ihr habt doch an mich gedacht. Ich danke euch sehr. Oder Veridamo, du hast an uns nicht gedacht. Du kannst aufmachen, was du möchtest, Sven. Das Original. Oh, riecht nie lecker. Ich muss gleich probieren. Ich mach erstmal auf. Es geht heute um verbotene Liebe, ja auch Inzest genannt. Vielleicht das kannst du richtig. Mal so. Oh, entweder knistern. Oh. Oh, das mag die Regie aber gar nicht, wenn wir knistern. Mal knistern wir halt jetzt 4 Minuten. Nein, es geht ja heute um Inzest. Wir essen gleich. Wir machen in der Werbung auf. Was genau versteht man darunter? Was ist das? Ja, Inzest erstmal. Es ist ja so, dass es in Deutschland schlicht und ergreifend verboten ist, wenn Personen in einem sehr engen Verwandtschaftsverhältnis, nämlich Verwandtschaftsverhältnis erster Linie, wie das heißt, also Vater mit Tochter, Großvater mit Enkeling, Schwester, Bruder, dass die miteinander Geschlechtsverkehr haben, ist schlicht und ergreifend nicht erlaubt in Deutschland. Und in den Fällen redet man von Inzest, wobei Inzest auch eigentlich noch mal ein bisschen weiter gefasst wird. Je nach Kulturen geht das um sehr viele Grade weiter oder ist auch sehr viel laxer als in Deutschland. Also da gibt es durchaus kulturelle Unterschiede. Und auch in der EU ist es zum Beispiel nicht in allen Ländern gleich. Da gibt es durchaus unterschiedliche Regelungen, was das Thema angeht. Was ist, wenn jetzt hier sich ein Vater in seine Tochter, ist glaube ich eher seltener. Ich würde mal tippen, eher so die Geschwisternummer? Oder ist das mit... Wie häufig das ist, weiß ich nicht. Es ist ja auch ein Thema, was durchaus von den Medien ein bisschen gepusht wurde. Dann hat es da mal einen Fall gegeben, dann geht er durch die Medien. Grundsätzlich ist es so, dass man eigentlich davon ausgeht, so Kleinkindforschung insbesondere, dass die Person, die man so bis zum 5. Lebensjahr kennenlernt, dass man in die sich eigentlich nicht verliebt. Also dass da so eine natürliche Hemmschwelle ist bei Menschen. Von daher ist es tatsächlich eigentlich sehr, sehr selten. Wie viele Fälle es da tatsächlich gibt, vermag ich nicht zu sagen. Hast du sowas schon mal mitbekommen, miterlebt im Umkreis oder so? Nein, also im direkten Kontakt habe ich damit noch keine Beratungsanfrage gehabt. Nein.
Ich habe ein bisschen recherchiert im Vorfeld für diese Sendung. Ich darf leider nicht knispern, ich würde so gerne was probieren, aber ich darf nicht. Und zwar habe ich gelesen, dass dann die Kinder häufig behindert sein können. Ja. Natürlich kann immer was passieren bei einer Schwangerschaft, aber wieso ist es gerade so, wenn es Familienmitglieder sind? Also diejenigen von euch, die irgendwie Bio-Leistung oder so haben, die werden das sicherlich besser erklären können. Ich vergleiche das immer ganz gern damit, wenn man ein Blatt Papier auf einen Kopierer packt und jeweils die Kopie der Kopie nochmal kopiert, wird das Ergebnis immer schlechter, weil kleine Fehler sich einfach dann multiplizieren. Das heißt, wenn dann kein neues Genmaterial hinzukommt, was ja nun mal, wenn Bruder und Schwester dann Kind zeugen, ja eher ein eingeschränkter Genpool ist, dann können einfach, ist die Fehlerquote größer. Und deswegen wurde das dann auch letztendlich vom Gesetzgeber verboten, weil man das festgestellt hat. Gerne wurde ja früher in Königshäusern zum Beispiel Adelsfamilien untereinander geheiratet. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass die häufig gewisse Problemchen hatten. Und was kann den Betreffenden passieren? Du meinst den Personen, die miteinander... Genau, jetzt sage ich mal Bruder und Schwester, die dann Kinder kriegen wollen, Recht haben. Also de facto ist es in Deutschland verboten. Es ist eine Straftat sozusagen. Und dementsprechend wird dann auch, resultiert daraus eine Anzeige und der Staatsanwalt wird tätig. Es ist allerdings so, dass es durchaus eine kontroverse Diskussion gibt, ob es überhaupt heutzutage noch Sinn macht, dass der Gesetzgeber das verbietet. Nach dem Motto, der Staat ist eigentlich nicht dafür zuständig, das zu entscheiden, weil zum Beispiel könnten die beiden ja auch verhüten oder eine Person ist sterilisiert, dann entstehen gar keine Kinder. Weswegen sollte es dann ein Straftatbestand das sein? Stimmt. Und da gibt es eine Diskussion drüber, aber de facto ist es im Moment noch so, dass es unter Strafe steht. Verfolgen wir auf jeden Fall. Wenn es da Neuerungen gibt, erfahrt ihr die auf jeden Fall bei uns. Bist du auch ein Fan von Verboten, lieber? Hast du es mal geschaut? Das gibt es ja schon seit 95. Ich habe es sicherlich seit 95 mal geguckt. Ich bin nicht up to date, muss ich sagen. Ich habe ganz viel früher geguckt. Jetzt mit der Arbeit schwierig, aber ganz ohne Spaß. Ich war einer der größten verbotenen Liebe-Fans. Und ich habe da ja auch früher immer mitgespielt. Habe ich den beiden gerade schon gesagt. Ich war ja immer Komparsin da früher. Und dann saß ich immer im Restaurant im Schneiders und hast mit der Tüte geknistert. Man durfte ja nicht reden als Komparse und dann habe ich immer meine Mundbewegung gemacht. Hat Spaß gemacht. Ja, guck. Aber ich wurde nie entdeckt. Ich habe ja immer gehofft, dass ich noch, vielleicht können die beiden mich heute Abend noch mal entdecken. Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall spielen die beiden ja ein schwules Pärchen in der Sendung. Findest du sowas auch wichtig, dass das auch in der Medienlandschaft, ich sag mal, als ganz normal, was es ja auch ist, behandelt wird? Weil viele sehen es ja immer noch nicht so. Das ist grandios wichtig. Wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten ja auch mal das Thema Coming Out. Ja. Und gerade für jüngere Schwule und Lesben vor dem Coming Out, während dem Coming Out, orientiert man sich ja so ein bisschen, ja, gibt es andere, wie sehen die aus, also nach Rollenvorbildern quasi und je mehr da irgendwie angeboten wird, auch in Soaps, bei Promis etc., desto besser und wichtiger ist das und das erleichtert das ein ganzes Stück weit, ja. Genau, wir werden gleich natürlich noch ganz viel mit denen sprechen, wenn ihr Fragen habt, die kommen, du hast schon auf, da sind schon einige Fragen, dann könnt ihr die jetzt rein posten, denn gleich sind sie live bei uns. Wir haben natürlich auch noch viele Sachen für euch vorbereitet, aber jetzt muss ich mich erstmal auf die Schokolade stürzen, ich muss die aufmachen für unsere Gäste, ne? Bis gleich. Kurze Pause bei Love Shack. Marzipan habe ich ausgewählt. Als gute Vorbereitung für das Quiz gepunktet. Ihr könnt jede Woche Pakete mit Essenssachen schicken an Giga Digital. Die Adresse steht auf der Homepage giga.de bei Impressum. Wir freuen uns wirklich sehr, kann ich euch sagen. Das ist nicht gespielt. So, wir haben aber heute zwei Kandidaten, die was bei uns gewinnen wollen. Und zwar der Marcel und der Tim. Seid ihr beide in der Leitung? Ja. Ja. Okay, super. Ich weiß, Marcel, du hast schon mal mitgespielt. Du willst heute nochmal gewinnen und Tim will natürlich auch gewinnen. Ich drücke euch beiden natürlich gleich fest die Daumen. Und ihr müsst, wie gesagt, ich glaube, ihr wisst ja schon, eure Namen kurz sagen und dann die Antwort. Es gibt 5 Fragen maximal plus die Schätzfrage, die ist heute nicht so einfach. Ich nehme noch kurz zur Stärkung ein Stück Schokolade, ne? Seid ihr bereit? Ja. Ja. Gut, dann fangen wir an mit Frage Nummer 1. Dann sprich dich mit vollem Mund. Moment. Ich muss eben schlucken. Ah, so. Ein Mann, der ein Ejaculatio Praecox hat, muss sich nach dem Essen oft übergeben, kommt zu schnell zum Samenerguss oder kommt nicht zum Samenerguss? Zum B. Marcel B. Beide B? Ja. 1:1. Ihr seid sehr gut. Was sagt man zur Hundestellung nicht? Lautet Frage Nummer 2.
Sagt man A dazu nicht a cappella, B dazu nicht a tergo oder C dazu nicht von hinten? Zum A. Marcel, was sagst du denn? Ja, auch A? Oder B? Oder C? C wie Marzipan. A. A? Ja. Wenn ich jetzt das Stück in den Mund nehme, haben beides richtig gemacht. 2-2, Freunde. Ihr macht spannend. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Das kann ich euch aber mal sowas von sagen. Da muss ich mich konzentrieren, dass ich das Wort richtig lesen kann. Eupareuni bedeutet, Frau und Mann haben gleichzeitig einen Orgasmus, der Mann ist unfruchtbar oder die Frau kriegt nie einen Orgasmus. Marcel A. Und was sagt der Tim? Der sagt B. Tim sagt B. Oh, jetzt kann ich kein Stück Schokolade essen, denn jetzt hat ja einer schon gewonnen, ne? Oh, das ging aber schnell heute. Marcel, du hast gewonnen. Es ist nämlich die richtige Lösung. Ist A, Frau und Mann haben gleichzeitig einen Orgasmus. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte gerne noch mit euch weiterspielen. Aber es steht 3-2. Herzlichen Glückwunsch. Und Tim, wenn du möchtest, kannst du nächste Woche wieder mitspielen. Hast du Lust? Oh ja, da habe ich Lust drauf. Super, dann direkt eine E-Mail an susi@giga.de. Dann leite ich das in die Redaktion weiter. Dann werden die dich kontaktieren. Dann kannst du nächste Woche mitspielen. Und Marcel, du hast gewonnen. Eins von diesen beiden Sachen. Du darfst es dir aussuchen. Und zwar halte ich es kurz in die Kamera. Es geht einmal um Asterix und Obelix und um ein Herz des Osiris. Du darfst dir eins aussuchen. Und dann nehme ich Asterix und Obelix. Okay, schick mir dir zu. Schick mir auch nochmal eine E-Mail mit deiner Adresse. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir bald wieder zusammen spielen. Tim, nächste Woche nämlich. Und zwar am 28.04. Marcel, wir vielleicht nochmal in naher Zukunft. Jetzt muss ich rüber auf die Couch und weiter essen. Arme und Psyche. Rums, fast über das Schokoladenpaket geflogen. Möchtest du ein Stück? Magst du Marzipan? Unbedingt. Wenn noch was übrig ist? Ja, na klar. Ich konnte ja gerade das letzte Stück nicht essen, weil es war ja nicht die richtige Antwort von beiden. Oh, Farbe. Ich überlege gerade, ob das eigentlich unhöflich ist, während der Sendung die ganze Zeit euch was vorzuessen. Aber ihr sitzt da ja auch mit Chips oder irgendwas gerade, ne? Aber echt, wir müssen ja mal ohne essen. Wir haben auch Sekt trinken, Sven. Prost. Ja, es liegt so ein bisschen ein Hauch von Wetten, dass irgendwie heute über der Sendung. Ja, kaum, dass wir hier verbotene Liebe im Studio ja, so haben, gibt es Blubberwasser, es gibt Schokolade. Wahnsinn. Herzlich willkommen bei Wetten, dass heute Abend mit dem Thema verbotene Liebe. So, jetzt wollen wir nämlich mal in die Comments gucken, denn ihr habt ja fleißig gepostet. Was gibt es denn da, lieber Sven? Genau, während du Schokolade gefuttert hast. Nee, ich bin jetzt fertig. Eine Sache finde ich mal ganz wichtig, weil es wird gefragt von, ich sag mal, Hutschi20, Frage an Sven und Susi, ist es legal, in seine Cousine verknallt zu sein? Trifft bei ihm, ihr nicht zu, aber trotzdem mal die Frage. Und da gibt es verschiedene Antworten, auch falsche. Es ist so, dass in Deutschland erlaubt ist. Tatsächlich, Cousin und Cousine dürfen sowohl miteinander Sex haben, also dürfen heiraten? Auch heiraten, ja, weil sie de facto nicht Verwandter ersten Grades sind. Das, heißt, das ist diese gerade Linie, die du vorhin erklärt hast. Genau, ne? Das ist diese gerade Linie. Es gibt ein paar Länder, in denen ist es verboten, wohingegen es zum Beispiel in anderen Ländern, viel zum Beispiel im arabischen Raum, sogar sehr beliebt ist, in diesem Verwandtschaftsverhältnis zu heiraten. Also von daher erstmal in Deutschland, no worries, das ist völlig legal. Okay. So. Da ist einiges los, ne? Da ist einiges los. Geschwisterliebe schreibt lieber Romarcel, der ganz fleißig gepostet hat, schöne Grüße nach Aurich. Da grüßt uns ja auch mal. Was sind eure Meinungen dazu? Kennt ihr solche Personen? Also für mich ist das ein absolutes No-Go. Er mag seine Schwester sehr gerne, aber in sie verlieben, das könnte er sich nicht vorstellen. Genau. Und es gibt darüber natürlich ganze Menge an Replies. Also in der Familie muss es wirklich nicht sein, schreibt DJ Metzger. Oder Bubblesche schreibt, ich kann mir Geschwisterliebe gar nicht vorstellen. Ich habe auch noch einen Bruder, den gibt man zur Begrüßung mal einen Kuss auf die Wange oder so, aber mehr nicht. Ich liebe ihn schon, aber mehr als geschwisterlich und nicht als meinen Freund.
das würde für mich nicht in Frage stellen, auch wenn es nicht unter Strafe stünde. Ist de facto so. Also geht mir ganz genauso bei der Vorstellung irgendwie was mit Geschwister, Bruder, Schwester, geschweige denn Eltern oder Kinder. Oder könnte ich mir das auch gar überhaupt nicht vorstellen. Nicht. Und wie gesagt, es gibt ja tatsächlich von der Natur da auch so diesen Mechanismus, dass bei uns einfach diese Schwelle dann da ist. Dass das für uns einfach in der Regel nicht vorstellbar ist. Vielleicht können da ja auch einige nicht unterscheiden. Ich meine, natürlich liebt man seine Familie und würde auch alles für sie tun, aber es ist halt einfach, wie gesagt, diese andere Liebe. Normalerweise halt die Geschwisterliebe oder einfach die Liebe zu den Eltern. Das ist ja schon noch ein Unterschied. Da muss man wirklich aufpassen. Ja. Dann wird natürlich darüber diskutiert, wenn sowas tatsächlich mal passiert, was ist da mit den Kindern, wenn dann tatsächlich dabei Kinder entstehen. Auch da schreibt Babbelsche, ich habe auch mal sowas gesehen, ich glaube, dass die dann das Kind sogar weggeben mussten, das arme Kind kann doch nichts dafür. Naja, und die Eltern mussten dann noch vor Gericht. Stimmt de facto, also wenn die beiden Elternteile dann, also sagen wir mal, es sind Bruder und Schwester, dann über 18 sind, wie gesagt, ist das eine Sache, die dann tatsächlich vor Gericht geht und auch durchaus mit Gefängnisstrafe zum Beispiel geahndet wird. Und dann ist natürlich auch klar, dass das Kind irgendwo anders hinkommt. Dass das für das Kind natürlich auch nicht förderlich ist, ist auch völlig, völlig klar. Unter anderem deswegen gibt es da ja auch massive Kritik, dass das eigentlich was ist, was den Staat nichts angeht. Aber wie gesagt, da gibt es sehr kontroverse Diskussionen drüber. Das fragen hier nämlich auch gerade welche, aber wie es ist, wenn einer sterilisiert ist, im Forum bin ich gerade. Und das haben wir ja vorhin schon beantwortet. Wie gesagt, da gibt es gerade diese Diskussion, da kann man noch nichts Aktuelles, Neues zu sagen. Richtig. Youngbug8 schreibt noch, Inzest ist doch verboten, oder? Und zu 80% werden die Kinder dann eh behindert. Also 80% stimmt nicht ganz, aber es gibt einfach, ich glaube, es bewegt sich irgendwas zwischen 20% und 40% de facto. Und das ist natürlich einfach eine Chance, die man nicht eingehen will, ganz klar. Jetzt, ich muss mal ganz kurz den Game-Versteher vorlesen. Der hat nämlich geschrieben, im Forum, hi Susi und Sven, die Nichte meines Vaters ist mit einem zusammen, der... Hä? Achso, der doppelt so alt ist wie sie, ganz normal finde ich das nicht. Auch sollte körperliche Liebe zwischen Minderjährigen und Erwachsenen weiterhin tabu bleiben, allerdings nur von der Aktion selbst her. In den Medien sollte das weiterhin ein Thema bleiben, besonders um Kinder zu warnen. Da geht es ja auch verbotene Liebe, es ist ja auch verboten, das haben wir ja schon damals gesagt. Wen darf man lieben? Man muss ja ein gewisses Alter auch beachten, bevor man da sexuellen Kontakt hat. Das muss man auch nochmal vielleicht jetzt in dem Zusammenhang sagen. Also es gibt in Deutschland schlicht und ergreifend die Schutzaltersgrenze, schon öfters hier in der Sendung behandelt, die bei 14 und 16 Jahren liegt, sprich ab 16 ist tatsächlich die Bahn frei. Da kann man völlig frei entscheiden, mit wem man Sex haben möchte. Und zwischen 14 und 16 ist es so, dass da die Eltern sagen können, nee, das ist uns nicht recht. Wir verbieten dir den Umgang mit dieser Person. Aber in dem Rahmen ist man erst nochmal auf der legalen Seite. Unter 14 ist ein absolutes No-Go, schlicht und ergreifend. Da geht nichts. Was anderes natürlich, wenn zwei 13-Jährige miteinander erste Liebe und so weiter, das ist nochmal was ganz anderes. Aber unter 14 Jahren ist schlicht und ergreifend, das ist strafbar. Punkt. Ich habe hier was bekommen, Sven, das muss ich jetzt ganz kurz reinhalten, denn das bewegt mich gerade. Du machst mir ein bisschen Schau Angst. Schau mal. Okay. Da hat sich jemand als Single beworben bei uns mit diesem Bild. Ja. Finde ich jetzt eigentlich mal ganz gut. Ist ja so eine Art Sixpack man will ja auch die Katze nicht im Sack kaufen. Er hat ja auch noch was anderes geschickt. Aber das Bild fand ich auf jeden Fall viel, viel schöner. Das geht jetzt aber dann da weiter, jetzt das andere. Quasi, das könnten wir so draufhalten. Ein Werder Bremen-Fan, das macht ihn ja schon mal sehr sympathisch. Das ist ja kein Bayern-München-Trikot, das müssen wir schon mal sagen. Jetzt müssen wir das noch weg. Das wurde sonst gar nicht vorgelesen. Knicken? Nee, Bayern-Fans kommen wir nicht rein. So. Oh, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es gesagt, ne? So, das ist der gute Philipp. So sieht der aus. Und der möchte gerne eine Frau haben. Er hat es sehr, sehr kurz gehalten. Ich habe gesagt, Philipp, wir brauchen einen Steckbrief von dir. Schau mal, Sven, da ist jetzt nicht so viel bei rumgekommen. Er hat geschrieben, hallo Susi, Alter? 15. Größe? 1,65. Körperbau? Was er hat? Siehe Pick, sportlich. Da werden wir das Pick doch nochmal angucken, oder, Freunde? So, dann geht's weiter. Wohnort? Mölschow. Wo ist Mölschow? Wenn ihr Mölschow kennt, sagt uns bitte, wo es ist. Genau, vielleicht in der Nähe von Bremen, weil er Werder-Fan ist, habe ich mir überlegt. Ja. Hobbys, Tennis, E-Sports, Hanteltraining und Sport. Genau, Vorlieben zwischen 14 und 16. Größe? Nicht zu groß, etwa 1,80. Sportlicher Körperbau, schlank. Guck mal, er steht aber auf große Frauen, weil er ist selbst nur 1,65, ne? Dann darf er 15 cm größer sein. Aber ich meine, mit 15 wächst er ja auch noch. Stimmt, Sven. Ah, der hat gleich vorgeplant. So der weiß so viel. Auf jeden Fall das heute, unser Single des Tages. Philipp, der möchte gerne eine Frau finden aus Mölschow. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, dann bitte eine E-Mail an susi@giga.de oder ihr bewerbt euch einfach auf giga.de auf der Microsite Lovecheck. Mit ein bisschen Glück. Ach, Mensch, Jo. Könnt ihr ihn kennenlernen? Ja, du darfst für dich. Ins Bild. Du darfst nicht. Ja. Sven. Wahnsinn.
Erst Pralinen, jetzt Blumen. Ich hab ja gesagt. Das heute, wir sind hier bei Wetten, das, liebe Freunde. Wetten, das macht eine kleine Werbeunterbrechung. Und ich? Was? Ja, und okay. Jetzt? Ja. Und jetzt? Jetzt stehen sie da und wissen nicht weiter. Nein, wir haben was. Wir haben was. Und wehe, das gefällt Männerspielzeug. Mir Männerspielzeug. Sven, du kriegst cool. Ein geiles Tape. Okay, das waren sie schon. Tore Schölermann und Jo Wall, die sind gleich bei uns, die beiden Stars aus der verbotenen Liebe. Wetten, das macht eine Pause. Bis gleich. Susi, komm noch mal her. Freunde, herzlich willkommen zurück bei Love Shack. Es ist schon etwas voller im Studio, deswegen bin ich ein bisschen irritiert. Wir kommen jetzt zum Liebeslexikon und heute ist R dran. R wie Reitsitz ist heute das Thema bei uns im Liebeslexikon. Das ist eine Liebesposition, die dem Reiten auf einem Pferd gleicht. Der Mann liegt auf dem Rücken. Oh, könnt ihr mir bitte die Barbies geben? Dann kann ich das kurz nachmachen. Danke. Das waren schon die Hände von Tore, Freunde. So, der Mann liegt auf dem Rücken. Und die Frau setzt sich auf seinen Schoß und wendet dem Mann das Gesicht. So, ne? Oder den Rücken zu. Kann sie sich aussuchen, wie sie es lieber möchte. So. Bei dieser Position kann die Frau durch langsames Heben und schnelles oder langsames Heben und Senken des Beckens den Bewegungsablauf und die Geschwindigkeit des Intimverkehrs selbst bestimmen. Da der Mann ja nur einen gewissen Aktionsradius hat. Der kann ja auch gefesselt am Bett liegen. Viele Frauen erreichen in dieser reitenden Stellung häufiger einen Orgasmus. Seltsamerweise ist aber gerade der Reitsitz eine Liebesposition, die nur von wenigen Frauen bevorzugt wird. Warum das so ist, das beantworten uns jetzt unsere Gäste. Ich muss rüber auf die Couch. Hanna! Arbeit. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass hallo. Ihr da seid. Wir sind gerade irritiert. Ja, ja, also Tore Schölermann und Jo Wall, ich muss euch noch kurz vorstellen. Ja, das ist der Reitsitz. Ja, also ja. Wir haben uns gerade gewundert, wo wir gelandet sind, aber das ist ja sehr interessant. Also du müsstest uns das eigentlich erklären jetzt mit dem hier. Und ja, nochmal. Was soll ich euch erklären, wie das geht? Nee, warum? Warum Frauen das nicht mögen, können wir das kurz in die Comments einen Aufruf machen? Vielleicht der liebe Romarcel ist ein ganz aktiver. Kann der kurz den Thread eröffnen? Warum mögen Frauen den Reitsitz nicht so gerne? So, wir lassen jemanden sitzen. Ihr könnt euch bedienen. Wir haben ganz viel Schokolade und Kekse. Wir haben schon gesehen, ihr trinkt Sekt. Wir haben Wasser und Plastikbechern bekommen. Also wir bedienen uns gleich groß. Das ist ja gefakter Sekt. Nein, aber mit den Keksen finde ich super. Ich habe so einen mordsmäßigen Hunger. Also das ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Nein. Ich sag noch mal ganz kurz, weil es vielleicht halt ungegangen ist. Du bist der Jo, genau. Der Jo Wall, aber vielleicht kennen ihn alle nur als Olli. Und das ist nämlich der Christian in der Sendung im wahren Leben, der Tore Schönemann. Schölermann, Entschuldigung. Ich bin da ein bisschen verwirrt. Ich habe ja auch schon so viel Alkohol getrunken. Yeah. So, ihr habt eine Performance vorbereitet, genau. Die euch jetzt kurz ermöglichen. Wir haben möchte. Wochenlang einstudiert und möchten das jetzt gerne für euch hier machen, Tore. Ach ja, das ist dein Zeichen. Ja, nee, machen wir. Lass uns den. Ja. Also wir, einfach. Ja, den. Achso, gut. Bitte mitmachen. Ja, das ist das Besondere an dem Tanz. Der wird in Diskos auf der ganzen Welt gemacht. Und international. Man macht das einfach auf der Tanzfläche. Pass auf, dass unsere Couch hit. Ich und alle machen mit. Alle machen mit, ganz auch. Also, ganz das ist also zum Thema Handarbeit heute. Ja. Eigentlich wollten wir verbotene Liebe reden, aber wir machen heute einfach mal einen Tanz. Schon. Und dann machen die angefangen haben, setzen sich in die anderen machen weiter. Genau. Ach so. Ich merke nicht nur, wie hier sämtliche Mikros aus den Taschen fliegen, sondern auch, wie unsere Bühne hier fast nachgegeben hat. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil manchmal fällt die Couch hinten runter. Oh, das wäre sehr schade. Liebes Lexikon. Ja, das ist ja schön, was ihr uns da mitgebracht habt. Ganz großartig, wir freuen uns. Ich merke ja schon. Wie gesagt, wochenlang einstudiert und das hat euch ja auch vom Hocker gerissen. Hat uns unglaublich vom Hocker gerissen. Einfach alles wegstoßen, was euch stört. Ich hätte euch ansonsten jetzt Pralinen angeboten, aber... Ja, vielen Dank, ich habe hier Käse, Wasser, ich alles. Drauf zurückkommen. Wir wollen ja mal ein bisschen über euch sprechen. Danke. Ja. Sven, vielleicht kannst du mal Pralinen? Anfangen, denn ich bin gerade ein bisschen... Ich soll anfangen. Ja, frag doch mal eine Frage. Hast du denn genug Platz? Du sitzt so in die Ecke gequetscht. Ich dachte, ich könnte so ein bisschen... Nein, komm näher, komm. Lucy. Jetzt ist was umgefallen. Oh Mann. Du. Vor allem die tollen Blumen, die Jo mitgebracht hat. Oh, auch hier ganz ist was spontan. Los. Ich drehe durch. Sven, versuch du wieder gerade Ich versuche, die Seriosität in die Sendung zurückzubringen. Genau. Ja. Ihr habt ja bei euch in der Sendung unglaublich viel verbotene Liebe. Mhm. Wahrscheinlich ist das auch der Grund für den Namen der Serie. Mann, Sven. Kuschelt ihr da eigentlich hast schon? Du gut. Genau, das war aber noch gar nicht die Frage. Nämlich, die Frage ist eigentlich, jetzt schwules Pärchen ist ja nicht wirklich verboten. Eigentlich mal so überhaupt nicht verboten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wieso dann auch gerade ihr diese Rolle? Also, und wie habt ihr reagiert, als euch das angetragen worden ist? Jetzt erzählt doch erstmal von euch.
Ja, oh Gott, das ist ja bei uns ändern. Also es ist, denke ich, keine lange Planung. Das wird immer so irgendwie kommen diese Ideen auf. Und es gab sehr lange kein schwules Pärchen in der verbundenen Liebe. Ich glaube, die letzten waren Tom und Uli. Tom und Olli. So oft zu essen, wir müssen jetzt reden. Und deshalb war das jetzt gewünscht und deshalb wurden wir dann eigentlich, also ich war ja schon da und der Jo wurde dann wiedergeholt. Und 5 Jahre war er weg. Lange Jahre. Ja. Wird man denn dann gefragt, ob man das spielen möchte oder muss man das dann spielen? Es wird einem sehr nett angetragen. Also im Vertrag steht erstmal drin, dass man eigentlich erstmal grundsätzlich alles machen muss. Ja. Wir alle. Ja. Genau, so. Muss auch hier tanzen und so. Wir sind ja auch Schauspieler. Also es ist ja ein Teil unseres Jobs, die Geschichten zu spielen, die für uns geschrieben werden. Deswegen, so eine große Sache, finde ich, ist es dann nicht, ob man jetzt die Geschichte oder die spielt. Ja. Ist ja nie so, dass irgendwie ein Hetenpärchen mal gefragt wird von wegen, ne? Wie ist denn das? Es ist natürlich schon auf jeden Fall was Besonderes, aber ist natürlich interessant für einen Schauspieler, ist es immer dann, wenn man halt eine schöne Geschichte hat, wo man halt auch zu spielen hat. Und das ist natürlich die Hauptsache, egal was man dann spielt. Ich bei vielen Sachen, da würde ich auch nicht fragen. Also das ist einfach, Hauptsache die Geschichte ist gut und das macht Spaß und dann ist das cool. Und es macht euch Spaß. Ja, also ihr versteht euch ja auch ganz gut, auch wenn ihr nicht essen darf, du kannst ruhig essen. Naja, mit aber schon ich bin inzwischen dran gewohnt, dass mir alles verboten wird, aber ich kann auch die Sendung. Du hast ja erst mit Nico warst ja zusammen, dann warst du mit Coco zusammen, du bist ja voll der schwere Nöter in der Sendung. Ja, wie das so ist bei uns, das ist unser Job. Jetzt mal Mikro runtergefallen, macht nichts. Und jetzt bist du ja mit dem Olli zusammen, wie war das denn dann so, als du ihm die Gefühle gestehen musst, dann so die ersten intimen Szenen gedreht wurde? War das schon schwierig? Ja, natürlich. Das ist aber immer schwierig. Man muss sich das jetzt vorstellen, wie hier stehen ja auch die ganzen Leute drumherum und das ist ja dann schon, man zeigt da sehr viel von sich, also jetzt nicht, ich meine das nicht nur körperlich, sondern auch einfach Gefühle und das ist natürlich immer schwer, ob ich das jetzt mit einem Mann, Frau oder ob ich den mag oder nicht, das ist völlig egal. Das ist natürlich schwer, obwohl wir echt den Vorteil haben, dass wir uns so ganz gut verstehen, was natürlich das Ganze sehr viel erleichtert einfach. Ne? Aber unangenehm, wenn man dann jemanden küssen muss, den man gar nicht mag. Ne? Aber obwohl das auch dann egal ist, oder? Ja. Also, Echt? Ja, weil dann so ganz klar getrennt das alles ist. Wenn ich jemanden küssen muss, den ich richtig scheiße finde. Na gut, dass du mich jetzt nicht richtig scheiße findest, wenn wir das jetzt total einfach mit so nee, ich finde, also, nee, es ist wirklich leicht, wie Torres gerade meinte, es ist echt nie. Du öffnest dich und das ist immer ein bisschen schwierig und das ist egal, wer gerade vor dir steht. Ja, dann wird dir so gesagt, vor allem hier, und dann legst du die Videos halt mal irgendwie die Hand irgendwo hin und sagst, ah, nee, also das geht vom Licht gar nicht. Also da musst du wirklich kommt die Romantik auf. Ja, ne? Und dann, also das hat, viele sagen ja auch irgendwie, ja, das ist doch bestimmt toll oder so, irgendwie doch total geil, da sind doch so hübsche Mädels und so. Und das ist halt in dem Moment gar nicht geil. Es ist alles andere als erotisch und schön, was immer jeder denkt. Wo liegt euer Rekord, was so eine Szene angeht, wie oft mal wiederholt werden musste. Also ach, du hattest doch ein Highlight letzte Woche. 30. Was war denn letzte Woche? Erzähl mal. Also es kommt jetzt ja nicht, Nein, letzte Woche hatten wir eine Szene, das war keine Liebesszene, in der wir uns ein paar Mal versprochen haben. Und die haben wir schon mehrfach gemacht. Ganz oft? Ja, das war das Problem. Irgendwann, wenn diese Stelle kommt, an der sich immer wieder versprochen wird, dann kriegt man den Satz hin und muss drüber lachen, weil man es endlich geschafft hat. Da bin ich sehr gut drin. Also Versprechen man kann muss ja ich auch Spaß haben ein bisschen bei der Arbeit. Ja, nee, das haben wir auf jeden Fall. Seid ihr auch so eine große Familie? So, wir sind ja hier eine Familie, habt ihr ja gerade schon erkannt, dass alles hier ganz locker ist. Wir sind alle befreundet. Essen aus dem gleichen Pralinen-Schächtchen. Ja, klar. Ja, hier wird man mit Sekt begrüßt. Ja. In der Maske. Wir wohnen ja hier auch unter der Woche. Nee, bei uns ist es auch super. Ich denke, wir haben das Glück, dass wir uns alle untereinander eigentlich echt ganz gut verstehen. Junges Team ja auch, ne? Viele junge Kollegen haben und das macht schon Spaß. Also ich fühle mich sehr wohl da im Haus. Also auch nicht nur, viele sagen ja immer hier Schauspieler hin und her, es ist halt das ganze Team. Da arbeiten 100 Leute ungefähr irgendwie hinter der Kamera, die irgendwas alles Mögliche machen. Und muss das man ist auch mal erwähnen, ne? Weil die vor der Kamera kriegen immer die Lorbeeren. Ist ja mindestens 50% halt, was da passiert. Und das Coole ist, dass dann die, die dann bei so Szenen, wie ihr gesagt habt, halt zugucken, dass man sich mit denen gut versteht und dass das halt so eine Stimmung ist halt, macht das ganze Arbeiten halt sehr viel angenehmer und leichter. Wie seid ihr eigentlich an den Job gekommen? Weil das wird auch ganz häufig hier in unseren Comments gefragt. Seid ihr einfach zu einem Casting oder einfach zu einem Casting oder wie kam es dazu? Sag du doch. Also ich habe damals... Ich war auf der Schauspielschule und es wurde für eine kleine Rolle bei VL jemand gesucht. Und da hat man bei uns an der Schule angefragt, ob es vielleicht Leute gäbe, die da Interesse dran hätten. Und dann wurde ich unter anderem vorgeschlagen und habe das gemacht. Und so kam das ins Laufen. Das funktionierte ganz gut. Mhm. Dann wurde die Rolle irgendwann ausgebaut und dann war ich dabei.
Läuft. Ja, wow. Läuft. Super Sache. Ja. Ihr habt ja auch eine Homepage, Entschuldigung. So, jetzt gehe ich wieder weg. Ihr habt ja auch eine Homepage. Wir müssen aber ganz kurz noch was anderes hier zeigen, denn bei Giga gibt es so einen sogenannten Homepage Award. Wir zeigen eure Homepage gleich auch noch, natürlich auch von Verbotene Liebe. Dazu gehen wir natürlich mal hier eben auf die Startseite von Giga, denn da könnt ihr alle mitmachen und tolle Sachen gewinnen. Das wollte ich euch eben noch mal ganz kurz ans Herz legen. Nämlich hier unter Features findet ihr den Homepage Award. Und da kann man sich mit seiner eigenen... Hallo? Ich will hier keine Werbung haben. Ach, so, da kann man. Seid ihr ja. Ja, da sind Sven und ich. Ach, so. Schön, das ist aber sehr herrlich, schön. Ne? Also das ist aber wirklich. Ihr werdet auch ein schönes Paar. Ihr haben wir uns mal Mühe gegeben, ja. Also, so, ich wollte euch aber eigentlich den Homepage Award zeigen, der sich auch irgendwo auf unserer Seite. Ich bin doch gerade draufgegangen. Was ist denn hier los? Ja, das ist übersichtlich gemacht. Ja, guck mal, hier Features Homepage Award. Ah, okay, Freunde. Homepage, da ist der Homepage Award 2008. Da kann man, macht ja auch. Du hast eine eigene Homepage, du glaube ich nur Fanpage, ne? Ja, auch die andere, das ist so in Mache. Ich bin so computermäßig absolut super toll. Du wolltest sie auch gleich noch Fragen stellen, aber da bin ich leider die ganze Zeit. Ja, das ist, ich bin ja bei so einem Sender, also da, ich habe so einige technische Fragen, die ich euch gleich noch fragen möchte. Ihr habt ja Zeit, habe ich gehört, bis heute Abend. Genau. Ja. Ich wir notieren kurz, die dann und könntet, werden die weiter. Ihr könntet eure Homepages da auch quasi anmelden. Der Homepage Award 2008, das habe ich hiermit genannt. Aber du wolltest Fragen stellen, mach das vor der Werbung, dann haben die Zuschauer noch die Möglichkeit, die gleich zu antworten. Nein, und Witz, das könnte ein bisschen ausarten. Also ich, du hast nochmal dein Lieblingsspiel, darf man das sagen? Ja, ne? Was? Du hast doch gerade eben so ein Lieblingsspiel gesagt. Im Moment bin ich echt total heiß auf Call of Duty. Und ich habe das gerade irgendwo draußen gesehen, dass ihr das heute Morgen, glaube ich, in der Sendung hattet. Und das, da bin ich im Moment sehr aktiv. Oh, hier kann man leider nicht spielen bei uns. Tut mir leid. Das wurde uns ja eigentlich versprochen. Ja, eigentlich dachten wir das. Das ist, also muss man ja ganz klar sagen, dass wir... Deswegen sind ja auch Barbie und Ken. Hier, macht ein bisschen die Reitstellung. Danke. Wir machen eine kurze Pause. Sie bleiben noch da. Wenn ihr Fragen habt, dann jetzt ab in die Comments. Und bis gleich bei Love Shack oder auch Wetten, dass, wie ihr wollt. Danke. Sie sagen, das Sofa ist unbequem, Jo, Weil und Tore Schüler. Aber was ist denn los? Also nein, nicht unbequem, wir rutschen also halt hier schon ja so schön runter, aber es ist sehr möchtest bequem. Möchtest du hier sowas irgendwie haben? Ja. So zwischen uns, damit wir uns nicht mehr zu nahe kommen. Ich werde ja auch nicht jünger. Ja, Jo ist immer sehr anstrengend bei so Sachen. Das ist immer, ich überlege ja immer, ob ich ihn mitnehme. Das aber ist ja denn nur mit so bequem, wenn man da sitzt? Unverschämtheit hier, oh, sondergleichen. Ja, wir haben sehr bequeme Barstühle. Ja? Ja. Und im Schneiders auch? Auch, wir haben sehr bequeme Barstühle. Ja, ich bin der Neffe von Charlie. Nein, wir sind ja die Glamour Soap und natürlich sind auch unsere Stühle dementsprechend luxuriös. Unglaublich bequem. Ja. Aber ohne Scheiß, das Sofa im No Limits ist so hammerbequem. Ja. Als ich mich das erste Mal drauf gesetzt habe, wollte ich es auch gerne haben. Oh. Aber das ist sehr, sehr teuer, deshalb wollte ich es dann doch nicht mehr haben. Okay. Dann war es dann nicht mehr so cool. So viel aber zum Thema Sofa. Gut, haben wir das auch mal. Wir haben das ja schon mal zerlegt bekommen schön hier. Ja, es ist das habe ich jetzt gerade eben auch gedacht. Gefallen. Deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ihr immer so Performances macht. Aber es ist noch alles gut und solange wir nicht, sonst machen wir auf dem Boden liegend weiter. Wir kriegen das hin. Ihr seid ja ganz, ganz beliebt bei der Verbotenen Liebe als schwules Pärchen. Auch bei YouTube gibt's von euch zwei Videos, habe ich mal im Vorfeld schon. Das eine hat über 30.000 Klicks, das andere über 50.000 Klicks. Ist auch mit Untertitel, mit Englischen. Da merkt man ja, ihr habt ja wirklich auch international quasi da noch mehr an Bekanntheit gewonnen. Macht euch das auch ein bisschen stolz? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt, letzte Woche kam für uns ein Päckchen aus Kanada, das erste mit Geschenken aus Kanada. Mit einem Biber. Ja, mit einem Biber, dem Nationaltier aus Kanada und einem Traumfänger. Traumfänger, sehr toll. Also hat der Biber halt die Reise überlebt? Es war ein Stoffbiber. Aber es war Wahnsinn, dann irgendwie so ein Feedback aus dem Ausland zu kriegen. Oder auch, es kommt ganz viel Fanpost inzwischen aus dem Ausland über diese YouTube-Geschichte. Und das ist schon toll zu sehen, dass das, was wir machen, echt inzwischen auf der ganzen Welt gesehen wird und auch so positiv aufgenommen wird. Ja, und auch echt, auch dass die Leute, also wir haben uns ja vorher was überlegt, was wir so mit der Rolle, also mit der Geschichte auch machen wollen. Also einfach eine Geschichte zeigen. Einfach zwei Menschen, die sich verlieben. Sie laufen nicht mit einem rosa Tanga durch die Wohnung und erfüllen irgendwelche Klischees, sondern einfach zwei Menschen, die sich lieben, fertig. Ja. Und das einfach zu zeigen, dass das halt dass das jedem passieren kann, auch gerade halt meine Rolle, die halt einfach vielleicht vorher nie damit gerechnet hätte. Wolltest du sagen, du merkst schon einen Unterschied jetzt vom Feedback her, seitdem du quasi mit Olli zusammen bist. Auf jeden Fall. Also das ist echt tatsächlich, aber auch witzigerweise von sehr vielen Frauen, die einfach sagen, das sind so... Da lacht einer hinter der Kamera. Was ist denn jetzt los? Hallo, was ist hier los? Ich glaube, jetzt sind die schmutzige Witze. Nee,
Ja, erzähl einfach weiter. Ich glaube, die haben zu viel von unserem Alkoholpralinen. Also wenn ihr den Kameramann sehen würdet, da draußen, also dann würdet ihr auch der Kameramann und lacht. Nein, und das ist halt irgendwie witzig, dass sehr viele Frauen auch schreiben einfach, das ist egal, auch wenn mir sowas, wenn ich sowas sonst nicht gerne gucke, aber es sind einfach zwei Menschen, die sich verliebt haben und denen gönnt man das, dass sie jetzt glücklich sind. Und das ist cool, dass das funktioniert hat. So. Das ist ganz großartig. Wir hatten ja eben auch schon mal gesprochen von wegen, was das für eine Auswirkung auch für Jungs und Mädels im Coming-out hat und so. Gab es negative Reaktionen? Also es gibt ja immer noch Leute, die auch ein bisschen hinterm Mond leben. Gab es da irgendwas? Also jetzt so direkt ganz witzig, so viele von meinen Freunden haben ja vorher so gesagt, oh Gott, was machst du da jetzt und so. Und ich habe also was mache ich da, das ist mein Job, ist schon mal ganz klar, egal. Aber die sagen, die ja vielleicht, die sowas überhaupt nicht gerne gucken, sagen, ey, das ist eigentlich tatsächlich nicht unangenehm zu gucken, dass ich jetzt irgendwie... Also ich habe viele von meinen guten Freunden, die gesagt haben, oh Gott, Hilfe, die sagen jetzt auch, ja, eigentlich ist doch echt okay. Und das ist für mich schon ein sehr cooler Erfolg dann. Du hast gerade Fanpost das Stichwort gegeben. Beantwortet ihr die alle immer selber? Oder ist das so viel, dass man das gar nicht machen kann? Ja. Nein, wir kriegen jetzt keine 12 ich Säcke am Tag. Ich kriege Paketumfieber aus Kanada. Ja. Ich habe noch nie was aus Kanada. Das war ein Highlight. Ich war aber höchst, der Schweiz. Also, der war vor allem an Jo adressiert und ich war sowas von, von böse. Er hat Jo durchgestrichen und in meinem Fach lag plötzlich ein Päckchen, wo drauf stand, eigentlich für Tore Schülermann. Ja, aber ich habe die Schrift enttarnt. Nein, das klar. Das ist schon toll, es ist schon toll, wenn sowas kommt und ich versuche, jeden Brief oder jede Mail zumindest kurz zu beantworten. Und wenn jetzt was ganz Besonderes kommt, wie dieses Päckchen oder dass jemand wirklich groß über sich schreibt, versuche ich auch mehr dazu zu schreiben, weil es ja das schönste Feedback ist, das wir kriegen. Im Theater hast du Applaus. Ich kriege manchmal auch böse Sachen. Ja? Ja, dann sagen die Susi, du siehst dick aus oder dein Oberteil war hässlich oder Susi, also ich will mit dir schlafen, in anderen Worten, die böse sind und sowas. Also habe ich jetzt böse noch nicht bekommen. Mit F. Ach so. Was, mit F? Mit F. Mit Affen. Also gibt es auch. Aber sowas, ich kriege liebe Sachen. Nein, also ich habe bis jetzt wirklich noch nicht eine böse Sache auf diese Geschichte bekommen und das ist echt sehr schön. Cool. Läuft also, ne? Ja. Wir haben ja schon ganz viel jetzt von euch geredet. Wir haben auch mal einen klitzekleinen Ausschnitt mitgebracht. Natürlich kann man das ja immer gucken, jeden Tag. Ihr wisst das ja, Montag bis Freitag, 7:55, die ARD-verbotene Liebe, ne? Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die beiden sich gar nicht so gut verstehen. Sind was? Jetzt warte mal, ich hab das jetzt wirklich verschwinde nicht... Verschwinde endlich! Nein! Willst du gleich an aufs Maul, oder was? Ich hatte keine Ahnung, dass du Gast 84 bist! Du warst an meinem Laptop! Du bist doch bescheuert! Du bist völlig krank! Pass mal auf, ich kann gut verstehen, dass du ein Riesenproblem damit hast, dass du deine Outing-Probleme ausgerechnet mir erzählt hast. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst hier doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Wie würdest du es denn dann nennen? Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage. Warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf? Wow. Jetzt weiß ich auch, weswegen ich hier Salzstangen und so rumstehen habe. Ich habe gerade schon. Wie geht das weiter? Spannend, ne? Ich bin, Das ist ja das Gemeine daran, ne? Dass es dann immer zu Ende ist, wenn es so schön spannend ist. Also der Kurs ging dann quasi noch weiter. Dürft ihr schon so einen klitzekleinen Ausblick geben, wie es weitergeht oder gar nicht? Nein. Nur alles, was man auf der Hose hat. Du nicht, aber. Nein, du kriegst von uns auch ein Paket. Ja, Jo wird immer vorher gesagt, er darf nicht so viel erzählen, aber ich erzähle immer einfach alles. Also, nein, wir wissen natürlich selber immer ziemlich wenig im Voraus, weil das immer geändert wird, weil geguckt wird, vielleicht kommt was auch nicht an, wenn eine Geschichte wird angefangen, sagt man, okay, läuft nicht so gut, funktioniert einfach nicht oder so, dann wird es vielleicht noch geändert. Also, wir wissen selber immer, also, wir haben die Drehbücher, wie oft? Genau, wir wollten drei Wochen im Voraus. Drei Wochen im Voraus haben wir die Bücher. Wow. Und das heißt, ihr würdet jetzt quasi, wenn ihr jetzt heute hattet, ihr Probentag montags, ne? Mhm. Und ihr müsst ja quasi jeden Tag eine Folge machen. Also es ist schon harte Arbeit. Viele denken wahrscheinlich, ja, ihr habt das schöne, also ihr müsst auch arbeiten. Es wir ist müssen nicht auch nur arbeiten. Spaß. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Moment. Ah ja, ich wollte wissen, wie weit im Vorfeld, wenn ihr jetzt morgen dreht, für wann ist das dann? Wie viele Monate geht das? Ungefähr zwei Monate im Voraus sind wir. Also das, was wir jetzt drehen, ist, glaube ich, im Juni ungefähr. Das verschiebt sich halt immer jetzt bei der WM oder Handballmeisterschaft oder was da war. Verschiebt Magst du keinen Sport? Die Handballmeisterschaft. Nein, hier dann die Handball, dieses Ball-Dings da bums. Ja, und das ist halt ziemlich, das reißt uns dann immer ziemlich raus. Also dann fallen wir aus. Da sind wir dann unwichtiger als das. Hoffentlich fallt ihr nicht zu Tour de France raus. Aber das ist ja meistens nicht so. Nee, da bin ich auch absolut dagegen. Da bin ich ja wirklich. Ne? Ich wollte noch mal ganz kurz eure Seite zeigen, denn ihr habt ja auch eine Homepage bei der Verboten. Ey, was ist denn hier immer diese ganze Werbung? Quelle. So.
da wollte ich hin. Das erste verbotene Liebe. Jetzt war hier gerade Per Kussmark, so heißt der, glaube ich, ne? Kussmark, genau, Kussmark zu Gast. Bei einer Modelagentur habe ich natürlich geguckt. Ich muss mich ja hier auch auf die Sache vorbereiten. Und ich habe im Vorfeld geguckt, hier auf der Sendung gibt es ja die Top 10 der Gefühle. Natürlich ganz vorne Julia und Jan, da bin ich ja auch damals eingestiegen, ne? Warum kommt ihr denn dahin? Kennt ihr gar nicht? Ihr seid noch nicht da, doch, ich habe die Top, ja, die schönsten wir sind ja auch jetzt eine angeguckt. Ganz frische Liebe noch. Ja, also wir sind aber ja schon on screen seit ne? drei Wochen, glaube ich, erst zusammen. Oder so. Drei, vier Wochen sind wir jetzt erst ein paar ja, ihr habt ja vorher schon ein bisschen deswegen. Gechattet, ne? Also da ging ja, ja ihr wir haben unglaublich, ja, viel, viel gechattet. Er war total eifersüchtig, als du in der Disco warst und so. Ich gucke immer, wenn doch, ich gerade... Du guckst das regelmäßig. Ja, ich bin halt sehr gute Fan. Einstellung. Nein, aber ich weiß nicht, wann wir da... Also da müssen wir tatsächlich mal... Irgendwann müsst ihr da weit reinkommen. Ja, da sind noch mehr die Alten dabei. Ich habe heute mal geguckt, so... Vielleicht erst, wenn das dann aus ist, dann kommt das... Wird das denn gevotet? Weil dann könnten wir ja mal gerade einen kleinen Aufruf starten. Nee, das ist, glaube ich, einfach so festgelegt. Dann kann man ja, erst Julia jetzt und aber Jan wirklich sehen. An euch dafür zu ja, sorgen, dann trotzdem mal Mails schreiben ohne Ende. Also an euch festzulegen, diesen, ja. diesen Vote auf der Seite anzubieten, dann könnten wir ihn promoten. Wir könnten auf unserer Seite mal ganz schnell einen Thread eröffnen. Lieber Romarcel, du bist an dieser Stelle wieder gefragt. Der ist ja unser Mitarbeiter in Aurich, könnte man so sagen. Sozusagen sofort eröffnen, ob die beiden in die Top 10 müssen. Ich sage ja, Sven sagt ja, die beiden sagen ja. Und die Kameramänner sagen auch beide ja. Da auf jeden Fall. Ja, der lacht. Wo ist er denn? Da ist der lacht. Doch noch. Oder was sagst du? Ja. Ja, ne? Ja. Doch, Top 10, ja. oder? Ja. Top 10. So, ja, jetzt wie hat sieht er schlechtes Gewissen natürlich ja, hat er auch. Der kann heute Nacht nicht schlafen. Ja. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei euch aus im normalen Leben? Ach, ziemlich, alle stellen sich so verrückt vor. Das ist eigentlich bei uns, genau, wir haben jede Woche andere Arbeitszeiten erstmal, weil es wird immer geguckt, was gedreht wird. Also wenn jetzt an einem Tag nur No Limits oder so gedreht wird, dann hat er meistens frei und ich muss arbeiten. Ach stimmt, du arbeitest da ja, dann bei deinem Bruder. Dran ist. Ja, und grundsätzlich geht der Arbeitstag von Viertel nach sieben. Früh. Ja, dann haben wir Maske. Viertel nach sieben? Ja, wir haben jetzt, die wir Männer, müssen ja ziemlich also die Frauen viel, noch früher. Wir müssen ja ziemlich viel geschminkt werden, damit wir ja. da überhaupt ansehen, also ansatzweise... anguckbar sind. Ja, du hast uns eben ja mal ungeschminkt gesehen, du weißt, wie es vorher war. Ja. Ja. Ich habe mich auch nicht erkannt. Nee, bei dir und dann geht es bis... Und dann bis 18:30 Uhr, grundsätzlich. Aber wenn wir ja, natürlich, okay. wenn ich mich mal wieder sehr viel verspreche, dann, was ja, ne, weißt du, dann können wir auch mal bis 19:20 ja. Uhr drehen. Im Studio. Wir drehen dann ja parallel noch draußen auch die Außendrehs und wenn dann Nachtszenen sind oder so, kann es auch richtig spät werden. Also das heißt, wann lernt ihr Text? Wochenende oder an den freien Tagen oder? Wann die Zeit ist. Am Wochenende vorher bereite ich immer die nächste Woche vor und lerne dann speziell für jeden Tag abends noch die Texte. Obwohl wir den Außendreh wieder, ja. das habe ich, also das ist ganz witzig, ich erzähle das jetzt so, ich habe das erst nach ein paar Wochen so richtig kapiert, aber dann, das ist irgendwie, also der Außendreh wird immer eine Woche vorher, also das, was in der im Studio gedreht wird, da wurde der Außendreh, also alles, was nicht im Studio gedreht wird, wird eine Woche vorher, schon? Ja. Okay. Wird eine Woche vorher was? Gedreht. Ach, gedreht. Ja, dann sind wir irgendwo in Düsseldorf oder so. Habe ich das Wort vergessen? Ja, das gedreht wurde. Der Außendreh wird eine Woche vorher. Verstehst du, ne? Ja, nein. Das ist ja eine interaktive Sendung. Ja, das war euer Part, das gedreht reinzuschmeißen. Und gedreht. Ist das alles auch noch gemischt? Ja. Also, guck mal, ob da schon der Fett eröffnet wurde von Libero Marcel mit dem Soll Content. Ich mal? Ja, klar, gucken direkt. Sonst müssen wir den eröffnen. Ich wollte yes, fragen, du hast ja auch schon ganz viel Erfahrung. Du bist auch noch Synchronsprecher. Du hast am Theater gespielt. Du hast bei RTL bei einer Serie mitgespielt und jetzt bei Verbotene Liebe. Habe ich was vergessen? Bestimmt. Nein, also es war relativ... Was ist denn so das Schönste oder was macht dir am meisten Spaß? Ja, jetzt sag nichts Falsches. Nein, ich mache alles gerne. Also ich liebe an der Soap zum Beispiel das tägliche Arbeiten, weil ich meinen Beruf liebe. Und es ist einfach toll zu wissen, ich kann jeden Tag wieder arbeiten. Du musst nicht warten, wann der nächste Job kommt. Das ist da toll. Am Theater mag ich das direkte Feedback vom Publikum. Bei Synchron ist ganz schön, dass mein Gesicht mal nicht gesehen wird und ich mich wirklich nur auf die Stimme konzentriere. Also es hat alle seine Vorteile. Okay, aber jetzt bleibst du erstmal noch ein bisschen bei der Verbotenen. Ich möchte da gerne noch eine Weile bleiben, ich fühle mich sehr wohl. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Du bist jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur Fernsehschauspieler. Theater, hast du da auch schon Erfahrung gehabt? Es ist im Moment was in Planung, das mussten wir leider ein bisschen verschieben, weil ich natürlich, egal was, also spielen macht halt Spaß, also da ist egal, was man da macht und bei uns ist es im Moment sehr schwer natürlich, wenn wir jetzt bei Verbotene Liebe sind, können wir parallel gar nicht so viel machen. So. Ich gucke gerade, ob da schon was geht. Ja, es geht einiges, ich habe nur gerade was anderes geguckt, das wird dich noch viel mehr interessieren, also hier wird natürlich gesagt, klar, die müssen auf jeden Fall in die Top 10, aber jetzt kommt nämlich, genau. Lass die Jungs da, bis Giga Games kommt, weil da kommt, wie heißt es? Wie heißt das nochmal, das Spiel? Genau, Call of Duty, klar. Call of Duty. Genau. Und da könnt ihr ein bisschen zocken. Ja, ich werde da mal einen Kontakt herstellen und wenn ihr möchtet, könnt ihr da nochmal spielen. Es gibt ja ganz, ganz viele Spiele-Sendungen. Bist du denn auch ein Spieler, also ein Zocker?
Ja, jetzt so Kampfspiel oder so nicht so wirklich. Ich liebe SingStar oder sowas, das mag ich. Also genau, also das ich ist mag ja die Wii. Ja. Ja, Wii ist sowas geil. Macht auch Spaß, ja. Aber, das ist, boah, das ist ja so krass. Also was dürft ihr sagen? So Wii und... ja, wir haben eine Sendung, die heißt Wii Motion. Wir haben eine Sendung, die heißt P3. Wir haben eine Sendung, die heißt 360. Nein, aber in SingStar zum Beispiel, da bin ich ja sehr gut. Ja? Da könnten wir mal schade, battlen. Dass wir das jetzt nicht da haben. Das wäre natürlich jetzt toll. Vielleicht könnt ihr nochmal wiederkommen und dann machen wir nochmal SingStar. Demnächst bei Laschek. Die schönsten Liebessongs auch. Die schönsten Love-Songs im Duett. Ja, schlagt ein. Ja, also ich rufe morgen wieder eure Vertreterin an und dann Wir sind dabei. Auf jeden Fall dabei. Wir haben noch einen offenen... ja, ich weiß schon, wo ich euch einplane. So, ich wollte doch jetzt noch mal was fragen. Was steht hier denn noch mal auf meinem Zettel? Ja, hast wohl nicht auswendig gelernt. Sven, was ist denn in den Comments? Oh, da sagt mir gerade die Regie, wir sollen kurz unterbrechen. Oh Gott. Ihr bleibt noch bei mir. Wir haben ja auch jede Woche Sexmythen. Mhm. Und da wir euch daran auch noch teilhaben lassen wollen, machen wir die jetzt. Jetzt kommt der Bumper Sexmythen. Da kann ich auch was sagen. Ihr seid gut zu uns. Da lacht sogar die Regie. Das war jetzt ja der Bumper. Jetzt wissen die Zuschauer, dass es um Sexmythen geht. Ach, okay. Heute ist der Sexmythos. Oh. Wer Rechenaufgaben löst, kann den Orgasmus hinauszögern. Ja, auf jeden Fall. Kurzfristig mag diese Technik ja funktionieren, aber ziemlich schnell werden Sie sogar wissen, wie viel 74 mal 243 ist, nämlich 17.982. Dann sind Sie wieder aufgeschmissen. Jetzt kommt es nämlich. Sie sollten deshalb sich lieber auf Ihren Körper konzentrieren und lernen, auf welche Reize er am explosivsten reagiert. Und dagegen muss man sich dann versuchen, unempfindlich zu machen. Ja, was gelernt, ne? Darf ich das Museum? Ja, für mich ist es insofern auch mit dem Rechnen immer ganz praktisch. Ich hatte nur einen Punkt in Mathe im Abi, deswegen, also ich kann auch mit einfachen Rechenaufgaben lange rauszögern. Ah, guck, haben wir wieder was gelernt. So, und dann machen wir jetzt, auch weil wir gerade bei den Sexmythen sind, die Zahl, das ist heute die 79 und da kann ich, die steht da genau. Da seht ihr da im Kontrollmonitor da eine ist, ne? Oh. 79. Direkt neben dem schönen Schokoladen Gerät. Ja, willst du noch eine Praline? Nee, ich finde das wirklich Pass geil, auf. Was das ist. Das haben wir seit der ersten Sendung da stehen. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das. Die erste war am 19. November. Hm. 2007. Musst du selber entscheiden. Kannst du gerne probieren. Ich hab Besuch zu Hause, eigentlich, nehme ich ein bisschen was mit. Eigentlich ist das Crewmitglied. Eigentlich kann man das nicht essen, oder? So, das ist eigentlich nur so Zierde. Gibt's doch bei euch bestimmt auch Zierde, ne? Zierde-Zitronen oder so. Ich esse das aber immer alles trotzdem. Okay. Obwohl der Haarspray und Sex in Zahlen heute 79, denn im Durchschnitt küsst eine Frau 79 Männer, bevor sie heiratet, steht hier. Ach, Quatsch. Soll ich sagen. Das ist ganz schön viel, das oder? Das ist aber viel. Bis sie was? Heiratet? Bis sie heiratet. 79 Männer. Zu viel, das oder? Das sind? Wie 79 Männer? Ja, einmal Karneval, dann ist ja... Sven! Ja. In Köln, bitte. Also, Sven! Ja, was? Das ging hier gerade um Frauen. Also ich habe das wie nur gehört. Wie viele Jahre Karneval? Ein Jahr Karneval. Ja, einmal Karneval, schon, dann ist doch die Zahl erreicht. So. Das ist ein bisschen viel, komm, oder? Jetzt, tu nicht so lieb, hier gerade in der Maske klingt. Also da war das ja wohl noch alles ein bisschen hier so... Oh, das will ich jetzt nicht hören. Was war denn da in der Maske? Ja, komm. Komm, ich mach Mund zu. Komm, mach noch deine Fragen hier. Du hast da noch zwei. Ich finde hier keine mehr. Ihr seid durch. Ihr könnt jetzt gehen. Gut, dann. Nein, ja, ich habe hier noch was. Schön. Ah, ich habe hier noch was. Denn dein großer Traum ist, habe ich gelesen, dass du im Wohnmobil durch Kanada Meine reisen Güte, möchtest. Ja, da hast du aber was rausgekramt. Ja. Ich habe ja wirklich recherchiert ohne Ende, Freunde. Nein, das stimmt. Ich gucke ja Verboten Liebe und recherchiere dabei. Ja. Nein, aber wie kommst du dazu? Jetzt mit dem Biber ist das ja auch noch eine schöne Überleitung. Mit dem, ne? Biber ist es jetzt eine wunderschöne Überleitung. Das ist schon, solange ich zurückdenken kann, mein Traum, einmal durch die Wildnis, die Rocky Mountains, Vancouver, mit dem Wohnmobil wirklich ganz alleine zu sein. Ohne Tore? Da müssen wir noch drüber sprechen, aber bis jetzt war es auch ohne Tore geplant. Also ich würde das ja auch eher dann, wenn auf dem Pferd machen. Also dann er reitet hinter dem Wohnmobil hinterher. Die Reitstellung hättest du was im Reitsitz sagen können. Nein, nicht in der Reitstellung, sondern ich meine mit dem Pferd. Weißt okay. du? Durch Kanada? Ja, das finde ich cool. Und dann Holzhütte und Winchester und an so einer Hütte und so. Und da kann er dann mal mit seinem Wohnmobil vorbeituckern und dann kriegt er vielleicht ein Bier. Aber sonst wärt ihr da nicht einsam, wenn man das so alleine machen würde? Oder ist das genau dann das wäre der Plan. Ich bin gerne auch mal alleine. Also ich kann gut alleine sein und finde das wichtig, zwischendurch auch mal sich so ein bisschen zu isolieren, einfach wieder zu sich zu finden, nachzudenken, Dinge zu hinterfragen. Deswegen, das hast du so schön gesagt. Ja, wirklich, wir wollten ja ein bisschen Ruhe jetzt in das Ende der Sendung mit reinbringen. Ja, ne? Nach dem ganzen Gealber, jetzt wollen wir natürlich jetzt auch ein bisschen sehr schönen Abschluss. Nein, also und da hoch, also erzähl bitte. Nein, danke. Ja, es das wäre schon schön. Ich bin jetzt auch selbst gerade ein bisschen gerührt. Können wir das Lagerfeuer auf die Screens haben? Bitte? Ja. Sven, wäre das auch vielleicht mal ein Traum von dir, mal durch Kanada zu reisen? Kanada wäre noch mal was. Ich kann ja Neuseeland empfehlen. Warst du in Neuseeland schon? Ja, mit Wohnmobil. Aber Kanada ist natürlich noch mal Flugangst. Die Weite. Wäre denn für dich Kanada dann auch Flugangst. Was? Dann mit dem Floß über den großen Teich nach Kanada? Das würde ich auch nicht machen. Ich komme immer nur
Auf die Inseln der Deutschen. Du sprengst jetzt schon die Stimmung. Naja, das ist also noch irgendwie ein Problem, worüber du sprechen möchtest, dann sag's jetzt. Wir hatten uns gerade gut eingegroovt. Jetzt wird es gerade ein bisschen... Trinken. Gut, lasst uns vielleicht einen Schlussschluck einfach nehmen. Wir trinken unser Wasser. Wir trinken unser Wasser, während du deinen Sekt... Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, Plastikbecher. Was ist denn noch in der Community los? Du, die Community, die rockt total. Kannst du nochmal bitte das eine vorlesen? Mit meiner Freundin ist eins. Das fand ich so das schön. Das war super. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber Slotka, ich muss es sagen. Doch, da ist es. Ach ja, genau. Weil Slotka schreibt bitte um Hilfe. Hallo Susi, hallo Sven. Ich weiß, das passt nicht zum Thema, aber ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe seit einer Woche eine Freundin. Sie ist eins, ich bin 14. Und dann geht's so weiter. Und die Frage ist, ist das okay? Und dann nächster Post, sofort eine Minute später. Sorry, Tastatur hat nicht funktioniert. 16 ist meine Freundin. Das fand ich schön. Was? Glück gehabt. Ist alles okay? Hier. Hat sich vertan. Gut, dann 16, 14 klingt irgendwie... Okay. Ja, das ist okay. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ihr kommt zurück zum Vielen Dank, auf jeden Fall. Ihr könnt noch, wenn ihr Lust habt, irgendwann noch mal zu Giga Games gehen. Da könnt ihr ganz viel zocken. Okay. Nächste Woche haben wir ein neues Thema. Beziehungen mit jemandem anderer Herkunft. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kann ich nur sagen, alle neue Freunde, geht knutschen draußen und schaltet ein nächste Woche 20 Uhr. Jetzt geht's weiter mit dem Motion. Jetzt dürfen wir endlich alles an alles ran.